Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Willkommen zu meiner vierten Salsa Lady Styling Session. Ich hoffe, ihr habt die anderen Schritte schön geübt, weil heute kommt der letzte Schritt. Und in Lesson 5 kommen wir dann zu einer klitzekleinen Choreografie. Ja, das heißt, wir werden nochmal alle Schritte zusammenfassen, nochmal kurz üben und dann in einer kleinen Choreografie zusammenführen. Ja? Das ist jetzt der letzte Schritt, deswegen merkt euch den gut. Wir fangen direkt an, macht gerne mit. Und zwar, ich gehe mal etwas weiter weg. Wir machen 5, 6, 7, 8. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Rechte Bein geht nach hinten. Ja? Über Kreuz. Und zwar gehe ich 1 und 2. Das gleiche mit dem linken Bein nach hinten. Links, rechts, links. Noch einmal und rechts, links, rechts und links, rechts, links. Und rechts, links, rechts und links, rechts, links. Noch einmal rechts, links, rechts und links, rechts, links. Ja, easy, oder? Von hier nehmen wir die Hüfte aber mit. Ja, es ist ja Salsa Lady Styling. Deswegen nehmen wir die Hüfte mal mit. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4. Was ich mache, ist eine Gewichtsverlagerung. Ja, in dem Moment, wo ich mein Gewicht verlagere, strecke ich meine Hüfte aus. Ja, das hilft euch, indem ihr im Boden reindrückt. So könnt ihr die Hüfte variieren. Ja? Noch einmal. 5, 6, 7, 8. Und 1 und 2 und 3 und 4. 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 Auch hier nehme ich die Arme mit. Ja? Was ich mache, ich zeige mal kurz von vorne. Ich gehe 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ja? Die rotieren wieder nach innen, die Ellbogen nach außen. Ja, und versucht die Schultern gerne nach hinten zu drehen. Ja, von vorne sieht das dann so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, ich zeige nochmal die Arme. Hier könnt ihr nur meine Arme sehen. Und wer muss schon den Kopf sehen, ne? 1 und 2 und 3. Und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ihr seht, die Arme gehen immer nach innen, die Ellbogen nach außen. Ja? Beine mit den Armen zusammen. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3.